Peter Russecker, wie der Meisensepp gestorben ist. In meinem Vaterhaus fand sich die Lebensbeschreibung Jesu Christi, seiner Mutter Maria und viele Heiligen Gottes. Ein geistlicher Schatz von Pater Kochen. Das war ein altes Buch. Die Blätter waren grau. Die Kapitelanfänge hatten wunderlich große Buchstaben in schwarzen und roten Farben. Der hölzerne Einbanddeckel war an manchen Stellen schon wurmstichig. Und einer der ledernen Klappen hatte die Maus zernagt. Seit meines Großvaters Tode war im Hause niemand gewesen, der darin hätte lesen können. Was Wunder, wenn die Tierlein Besitz nahmen von Kochems Leben Christi und aus dem geistlichen Schatz ihre liebliche Nahrung zogen. Da kam ich, der kleine ABC-Schütze, verjagte die Würmer aus dem Buch und fraß mich dafür selber hinein. Täglich las ich unserem Hausleuten vor aus dem Leben Christi. Den jungen Knechten und Mägden gefiel der neue Brauch just nicht, denn sie durften dabei nicht scherzen und nicht jodeln. Die älteren Hausgenossen aber, die schon etwas gottesfürchtiger waren, hörten mir mit Andacht zu. Und das ist, sagten sie, als wenn der Pfarrer predigen tät, so bedeutsam ausführen und seine laute Stimme. Ich kam in den Ruf eines tüchtigen Vorlesers und wurde ein gesuchter Mann. Wenn irgendwo in der Nachbarschaft jemand krank lag oder zum Sterben, oder wenn er gar schon gestorben war, so dass man an seiner Leiche zur Nacht die Totenwache hielt, so wurde ich von meinem Vater ausgebeten, dass ich hinginge und lese. Da nahm ich das gewichtige Leben Christi Buch unter dem Arm und ging. Es war ein hartes Tragen und ich war dazumal ein klein winziger Knips. Einmal spät abends, als ich schon in meiner kühlen und frisch duftenden Futterkammer schlief, in welche ich zur Sommerszeit bisweilen das Nachtlager hatte, wurde ich durch ein Zupfen an der Decke von unserem Knecht geweckt. »Sollst fein geschwind aufstehen, Peter, sollst aufstehen? Der Meisensepp hat seine Tochter geschickt. Er lässt bitten, du sollst zu ihm kommen und ihm was vorlesen. Er wollte sterben. Sollst aufstehen, Peter?« So stand ich auf und zog mich eilends an. Dann nahm ich das Buch und ging mit dem Mädchen von unserem Hause aufwärts über die Heide und durch die Waldungen. Das Häuschen des Meisensepp stand gar einsam mitten im Wald. Der Meisensepp war in seinen jüngeren Jahren Reuter, Waldroder und Waldhüter gewesen. In letzter Zeit hatte er sich nur mehr mit Sägeschärfen für Holzhauerleute beschäftigt. Und da kam plötzlich die schwere Krankheit. Wie wir, ich und das Mädchen, in der stillen, sternhellen Nacht so über die Ödnis schritten, sagten wir keines ein Wort. Schweigend gingen wir nebeneinander hin. Nur einmal flüsterte das Mädchen, »Lass her, Peter, ich will dir das Buch tragen.« »Das kannst nicht«, antwortete ich, »du bist ja noch kleiner wie ich selber.« Nach einem zweistündigen Gang sagte das Mädchen, »Dort ist schon das Licht.« Wir sahen einen matten Schein, der aus dem Fenster des Meisenhauses kam. Als wir diesem schon sehr nahe waren, begegnete uns der Pfarrer, der dem Kranken die heiligen Sakramente gereicht hatte. »Der Vater, wird er wieder gesund?« fragte das Mädchen kleinlaut. »Ist noch nicht so alt«, sagte der Priester. »Wie Gott will, Kinder, wie Gott will.« Dann ging er davon. Wir traten in das Haus. Das war klein und nach der Art der Waldhütten standen die Familienstube und Schlafkammer gleich in der Küche. Am Herd in einem Eisenhacken stak ein brennender Kinnspann, von dem die Stubenecke in einen Rauchschleier gehüllt war. Neben dem Herd auf Stroh lagen zwei kleine Knaben und schlummerten. Sie waren mir bekannt vom Walde her, wo wir oft mit Samen Schwäme und Bären suchten und dabei unsere Herden verloren. Sie waren noch um etliche Jahre jünger als ich. An der Ofenmauer saß das Weib des Sepp, hatte ein Kind an der Brust
und sah mit großen Augen in die flackernde Flamme des Ginspans hinein. Und hinter dem Ofen, in der einzigen Bettstatt im Hause war, lag der Kranke. Er schlief. Sein Gesicht war recht eingefallen, das grauende Haar und der Bart ums Kinn waren kurz geschnitten, so dass mir der ganze Kopf kleiner vorkam als sonst, da ich den Sepp auf den Kirchweg gesehen hatte. Die Lippen waren halb offen und blass, durch dieselben zog ein lebhaftes Atmen ein und aus. Bei unserem Eintritt erhob sich das Weib leise, sagte eine Entschuldigung, dass sie mich aus dem Bette geplagt habe, und lud mich ein, dass ich mich an den Tisch setzen und die Eierspeise essen möge, die der Pfarrer übergelassen hatte und die noch auf dem Tische stand. Bald saß ich auf demselben Fleck, den der geistliche Herr noch eben warm gemacht, und jetzt aß ich mit derselben Gabel, die er in den Mund geführt hatte. »Jetzt schläft der Passabel«, flüsterte das Weib, nach den Kranken deutend. Vorhin hatte allweg Fäden aus der Decke gezupft. Ich wusste, dass man es für ein übles Zeichen auslegt, wenn ein Schwerkranker an der Decke zupft und kratzt. Da kratzte sich sein Grab. Ich entgegnete daher, »Ja, das hat mein Vater auch gemacht, als er im Nervenfieber gelegen. Ist doch wieder gesund geworden.« »Das meine ich wohl auch«, sagte sie, »und der Pfarrer hat dasselbe gesagt. Bin doch froh, die Beicht hatte Seppel recht fleißig verrichten mögen, und ich habe jetzt wieder rechtschaffen Trost, dass er mir noch einmal gesund wird. Nur«, setzte sich ganz leise bei, »das Spannlicht leckt alleweil so hin und her. Wenn in einem Hause das Licht unruhig flackert, so deutet das der Glaube des Volkes, es werde in demselben Haus bald ein Lebenslicht auslöschen. Ich selbst glaubte an dieses Zeichen, doch um die Häuslerin zu beruhigen, sagte ich, es streicht die Luft alles zu viel durch die Fensterfugen. Ich verspür's auch. Sie legte das schlummende Kind auf das Stroh, und das Mädchen, welches mich geholt, war schon zur Ruhe gegangen. Wir verstopfen hier auch die Fensterfugen mit Werk. Dann sagte das Weib, »Gelt, Peter, du bleibst mir da über die heutige Nacht. Ich wüsste mir aus Zeit lang nicht zu helfen. Wenn er munter wird, so liest uns was vor. Gelt, du bist so gut.« Ich schlug das Buch auf und suchte nach einem geeigneten Lesestück. Allein Pater Kochen hat nicht viel geschrieben, was armen, duldenden Menschen zum Trost sein könnte. Pater Kochen meint, Gott wäre unendlich gerecht und die Leute wären unsäglich schlecht. Und 19 der Menschen liefen schnurgerade der Hölle zu. Es mag ja wohl sein, dachte ich mir, dass es so ist, aber dann darf man's nicht sagen, die Leute täten sich nur grämen. Und des Weiteren blieben sie leichthin so schlecht wie früher. Wenn sie sich bessern hätten wollen, so hätten sie es längst schon getan. Die schreckhaften Gedanken gingen wie eine zischende Natter durch das Kohimsche Buch. 4 witzigen Leuten gegenüber, die mich nur anhörten, der lauten Predigstimmen wegen, donnerte ich die Greue und die Menschenverdammung recht mit Vergnügen heraus. Wenn ich aber an Krankenbette aus dem Buche las, da musste ich meine Erfindungsgabe oft sehr anstrengen, dass ich während des Lesens die harten Ausdrücke milderte, die schauderregende Darstellung der 4 letzten Dinge mäßigte und den grellen Gedanken des eifenden Paters eine freundlichere Färbung geben konnte. So plante ich auch heute, wie ich, scheinbar aus dem Buche lesend, dem Meisensipp aus einem anderen Buch her Worte sagen wollte von der Armut, von der Geduld, von der Liebe zu den Menschen und wie darin die wahre Nachfolge Jesu bestehe, die uns, wenn die Stunde schlüge, durch ein sanftes Entschlummen hinüberführe in den Himmel. Endlich erwachte der Sepp. Er wendete den Kopf, sah sein Weib und seine ruhenden Kinder an.
Dann erblickte er mich und sagte mit lauter, ganz deutlicher Stimme: »Bist doch gekommen, Peter!« So dankte Gott. »Aber zum Vorlesen werde ich heute wohl keine Zeit haben. Anna, sei so gut und weck die Kinder auf.« Das Weib zuckte zusammen, fuhr mit der Hand zu ihrem Herzen, sagte aber dann in ruhigem Ton: »Bist wie der schlechte Seppel, hast ja recht gut geschlafen.« Er merkte es gleich, dass ihre Ruhe nicht echt war. »Tu dich nicht so grämen, Weib«, sprach er, »auf der Welt ist schon nicht anders. Weck mich schön die Kinder auf, aber friedsam, dass sie nicht erschrecken.« Die Häuslerin ging zum Strohlager, rüttelte mit bebender Hand am Schaub und die Kleinen fuhren halb bewusstlos empor. »Ich bitte dich gar schön, Anna, reiß mir die Kinder nicht so herum«, verwies der Kranke mit schwächerer Stimme. »Und die kleine Martha lass schlafen, die versteht noch nichts.« Ich blieb abseits am Tisch sitzen und mir war heiß in der Brust. Die Angehörigen versammelten sich um den Kranken und schluchzten. »Seid ihr nur ruhig«, sagte der Sepp zu seinen Kindern. »Die Mutter wird euch schon morgen länger schlafen lassen.« »Josefa, tu dir das Hemd über die Brust zusammen, sonst wird dir kalt.« »Und jetzt seid ihr allweg schön brav und folgt der Mutter. Und wenn wir groß seid, so steht ihr bei und verlasst sie nicht.« »Ich hab gearbeitet meine Tage mit Fleiß und Mühe. Gleichwohl kann ich euch weiter nichts hinterlassen als dieses Haus und den kleinen Garten und den Rheinacker und den Schachen dazu. Wollt euch teilen, so tut es brüderlich. Aber besser ist, ihr haltet die Wirtschaft zusammen und tut hausen und tut bauen. Weiters mache ich kein Testament. Ich hab euch alle gleich lieb. Tut nicht ganz vergessen auf mich und schick mir dann und wann ein Vater unser nach. Und euch, die zwei Buben, bitte ich von Herzen, heb mir mit dem Wilden nicht an. Das nimmt kein gutes End. Geb mir die Hand drauf. So, wenn halt einer von euch das Sägefeilen wollt lernen, ich hab mir damit viel Kreuze gemacht. Werkzeug dazu ist da. Und sonst wisst ihr schon, wenn ihr am Rheinacker die Erdäpfel anbaut, so setzt sie erst im Mai ein. Es ist wohl wahr, was mein Vater fortgesagt hat. Bei den Erdäpfeln heißt, baut mich an im April, komm ich, wann ich will. Baut mich an im Mai, komm ich gleich. Tut euch so Sprüchlein nur merken. So, und jetzt geht wieder schlafen, Kinder, dass euch doch nicht kalt wird. Und gebt allzeit rechtschaffen Obacht auf eure Gesundheit. Gesundheit ist das Beste. Geht nur schlafen, Kinder.« Der Kranke schwieg und zerrte an der Decke. »Frei, zu viel reden tut er mir«, flüsterte das Weib gegen mich gewendet. Eine bei Schwerkranken plötzlich ausbrechende Redseligkeit ist eben auch kein gutes Zeichen. Nun lag er wie zusammengebrochen auf dem Bett. Das Weib zündete die Sterbenkerze an. »Das nicht, Anna, das nicht«, murmelte er, »ein wenig später. Aber einen Schluck Wasser gibt's mir, Geld.« Nach dem Trinken sagte er: »So, das frische Wasser ist halt doch wohl gut. Geb mir recht auf den Brunnen Obacht. Ja, und dass ich nicht vergesse, die schwarzen Hose und das blaue Jöppel, weißt. Und draußen, hinter der Tür, wo die Sägen hängen, lehnt das Hobelbrett, das leg über den Schleifstock und die Hanselbank, Schnitzbock. Für 3 Tage wird's wohl halten. Morgen früh, wenn der Holz-Josef kommt, der hilft mich schon hinauslegen. Schau aber fein gut, dass die Katz nicht dazu kommt. Die Katzen gehen los und schmecken's gleich, wenn wo eine Leiche ist.
Was unten in der Pfarrkirche mit mir geschehen soll, das weiß schon selber. Meinen braunen Luderock und den breiten Hut schenkt den Armen. Dem Peter magst du auch was geben, dass er heraufgekommen ist. Vielleicht ist er so gut und liest morgen beim Leichwachen was vor. Es wird ein schöner Tag sein morgen, aber geh nicht so weit fort von heim. Es möchte ein Unglück geschehen, wenn draußen in der Lauben das Licht brennt. Nachher, Anna, such dein Bettstroh nach. Wirst einen alten Strumpf finden, sind etliche Zwanziger drin. Seppel, streng dich nicht so an im Reden, schluchzte sie. Wohl, wohl, Anna, aber Aussage muss ich's doch. Jetzt werden wir wohl nicht mehr lang beisammen sein. Wir haben uns 20 Jahre gehabt, Anna. Du bist mein Alles gewesen. Kein Mensch kann's dir vergelten, was du mir gewesen bist. Das vergesse ich dir nicht im Tod und nicht im Himmel. Mich freut's nur, dass ich in den letzten Stunden noch was mit dir reden kann und dass ich gleichwohl so viel bei Verstand bin. Stirb doch nicht gar so hart, Zeppel, hauchte das Weib und beugte sich über sein Antlitz. Nein, antwortete er ruhig, bei mir ist so wie bei meinem Vater, leicht gelebt und leicht gestorben. Sei nur auch du so und legst dich nicht schwer. Wenn wir nun auch wieder jedes alleine ankommen, zusammen gehören wir gleichwohl noch. Und ich heb dir schon ein Platzl auf im Himmel. Gleim nahe an meine Seite, Anna, gleim an meine Seite. Nur das tu, um Gottes Willen, die Kinder zieh gut auf. Die Kinder ruhten. Es war still. Und mir war, als hörte ich irgendwo in der Stube ein leises Schnurren und Spinnen. Plötzlich rief der Sepp: Anna, jetzt zünd geschwind die Kerzen an. Das Weib rannte in der Stube umher und suchte nach Feuerzeug. Und es brannte ja doch, der Spann. Jetzt hebt er an zu sterben, wimmerte sie. Als aber die rote Wachskerze brannte, als sie ihm dieselbe in die Hand gab, als er den Wachsstock gelassen mit beiden Händen umfasste und als sie das Weihwassergefäß von Gesims nahm, da wurde sie scheinbar ganz ruhig und betete laut: Jesus Maria, steht ihm bei! Ihr Heiligen Gottes, steht ihm bei der höchsten Not! Lass seine Seele nicht verloren sein! Jesus, ich bete zu deinen allerheiligsten Leiden! Maria, ich rufe deine heiligen sieben Schmerzen an! Du, sein heiliger Schutzengel! Wenn seine Seele von Leib muss scheiden, führ sie ein zu den himmlischen Freuden. Und sie betete lange, sie schluchzte und weinte nicht. Nicht eine einzige Träne stand in ihren Augen. Sie war ganz die ergebene Beterin, die Fürbitterin. Endlich schwieg sie, beugte sich über das Haupt des Gatten, beobachtete sein schwaches Atemholen und hauchte: So behüt dich Gott, Seppel, tu mir meine Eltern und unsere ganze Freundschaft, Verwandtschaft Grüße in der Ewigkeit. Behüt dich Gott, mein lieber Mann. Die heiligen Engel geben dir das Geleit und der Herr Jesus mit seiner Gnad wartet schon deine bei der himmlischen Tür. Er hörte es vielleicht nicht mehr. Seine blassen, halboffenen Lippen gaben keine Antwort. Seine Augen sahen starr zur Stubendecke empor. Und aus den gefalteten Händen aufragend brannte die Wachskerze. Sie flackerte nicht, still und geruhsam und hell, wie eine schneeweiße Blütenknospe, stand die Flamme empor. Sein Atemzug bewegte sich nicht mehr. Jetzt ist er mir gestorben, rief das Weib aus, schrill und herzdurchdringend. Dann sank sie nieder auf einen Schimmel und begann bitterlich zu weinen.
Die wieder erwachenden Kinder weinten auch. Nur das Kleinste lächelte. Die Stunde lag auf uns wie ein schwerer Stein. Endlich richtete sich die Häuslerin, die Witwe, auf, trocknete ihre Tränen und legte zwei Finger auf die Augen des Toten. Die Wachskerze brannte, bis die Morgenröte aufging. Durch den Wald war ein Bote gegangen. Dann kam ein Holzarbeiter. Der besprengte den Toten mit Weihwasser und murmelte: "So rücken sie ein, einer nach dem anderen." Dann taten sie dem Meisensepp festtägliche Kleider an, trugen ihn hinaus in die Vorlauben und legten ihn auf das Brett. Das Buch ließ ich liegen auf den Tisch für die Leichenwachen der nächsten Nächte, zu denen ich der Häuslerin das Lesen zugesagt hatte. Als ich fortgehen wollte, kam sie mit einem grünen Hut, auf welchen ein weit ausgeborsteter der Gemsbart stak. "Willst den Hut mitnehmen für deinen Vater?" fragte sie. "Der Seppel hat deinen Vater fortweg gern gehabt. Den Gamsbart magst du zum Andenken selber behalten. Bet einmal ein Vater unser dafür." Ich sagte meinen Dank. Ich tat noch einen unsteten Blick gegen die Bahre hin. Der Sepp lag langgestreckt und hielt seine Hände über der Brust gefaltet. Dann ging ich hinaus und abwärts durch den Wald. Wie war's Licht und taufrisch, voll Vogelgesang, voll Blütenduft, voll Leben im Walde. Und in der Hütte auf dem Bahrbrett lag ein toter Mensch. Ich kann die Nacht und den Morgen, das Sterben mitten in den unendlichen Lebensquell des Waldes, nimmermehr vergessen. Auch besitze ich heute noch den Gemsbart zum Andenken an den Meisensepp. Wenn mich die Gier anpackt nach den Freuden der Welt oder wenn mich Zweifel überkommen an der Menschheit Gottes Gnadentum oder wenn mich gar die Angst will quälen vor meinen vielleicht noch fernen, vielleicht schon nahen Hingang, so stecke ich den Gemsbart des Sepp auf den Hut.